So, meine Freunde, moin zusammen. Grüße euch zu diesem Video. Ein Bundestagsabgeordneter von der CDU übt ganz, ganz massiv starke Kritik an Merkel und generell an der Bundesregierung. Finde ich sehr interessant, dass jetzt aus eigenen Reihen hier schon sehr, sehr kritische Stimmen kommen. Er bezeichnet nämlich zum Beispiel die Politik von Frau Merkel planlos, ratlos, mutlos und weiterhin, Zitat, ihre Mutlosigkeit führt in der Bevölkerung zu Hoffnungslosigkeit. Und das verschwöre ich ganz klar. Geben Sie den Menschen ihre Freiheit zurück, sagt der Mann. Hat einen offenen Brief an die Frau Merkel geschrieben und spricht hier auch ganz klar von Politikversagen, was bei Merkel zu sehen ist. Aber ganz ehrlich, muss man ja auch nochmal dazu sagen, das ist ja nicht nur seit dem großen C. Wenn man sich diese Entwicklung aus den letzten Jahren einfach anguckt, dann sieht man ja, dass das ist ja System Merkel, dass die Frau hier komplettes Politikversagen an den Tag legt. Ne? Es gibt ja zahlreiche Baustellen, die offen sind. So zum Beispiel nehme ich jetzt mal hier das große C. Klar, das ist absolut komplett nach hinten losgegangen. Man sieht ja einfach, wie viel Probleme das gerade bringt. Nicht nur wirtschaftlich, das ist natürlich auf jeden Fall ganz groß, aber genauso natürlich auch psychisch wie auch gesundheitlich, also vom Körper her, vom Geist, vom Körper und so weiter, aber auch andere Probleme, Energiewirtschaft, die nicht geklappt hat, Migrationspolitik, die auch sehr, sehr kritisch zu betrachten ist und so weiter und so fort. Über die letzten Jahre wurden halt viele, viele Verfehlungen von Frau Merkel gemacht, die so nicht mehr zusammenpassen. Und jetzt kommt diese Kritik hier selbst aus den eigenen Reihen auch. Oder auch noch ein anderer Parteikollege, Tino Sorge von der CDU, sagt hier, Zitat, wir stehen im Begriff, unsere Wirtschaft und Kultur zu ruinieren. Noch ganz zu schweigen von den sozialen und gesundheitlichen Kollateralschäden, die jede Woche des Lockdowns mit sich bringt. Das Land so runterzufahren, richtet mittlerweile mehr Schaden an, als es Nutzen bringt. Und das sind meine Worte, das ist genau das, was ich ja hier auch sage, denn so kann es nicht weitergehen, Leute. Von einem Lockdown-Verlängerung zur nächsten Verlängerung, hier nochmal ein paar härtere Maßnahmen, da müssen die Zügel stramm gezogen werden und solche Äußerungen, die hier getroffen werden, das hat nichts mit einer Symbiose zwischen Politik und Volk zu tun, das ist ganz klar teile und herrsche, so empfinde ich das hier, wie Frau Merkel hier mit einer wirklich ganz harten Maßnahme vorgeht. Es ist einfach eine Unverschämtheit sondersgleichen. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Ich bin raus. Bis zum nächsten. Ciao.